Das will ich jetzt sehen. Ja. Hat er die Etage jetzt draufgehauen? Baubeginn. Ach, das... Ah, okay. Zumindest so läuft es. Gut, haben wir das schon mal gesehen. Und dann will ich jetzt gerne mal wissen. Die Fabriken reiße ich jetzt ab hier. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu SimCity, die Stadt der Zukunft. Mein Name ist Chris und zusammen werden wir jede Menge erleben. So, ich musste mich eben erstmal leicht aufregen hier, weil ich Grafiktreiber gestern oder vorgestern hier geupdatet hatte und da ging ja mal gar nichts. Also ganz ehrlich, also wenn ihr GeForce habt und so wie ich eine 460 GTX nur noch, weil die alte ja da verloren gegangen ist, habe ich ja Geld wieder bekommen nach der Reparatur, bei der Reparatur, ist auch geil. Wenn ihr den neuen Treiber installiert oder noch einen alten, haut den ganzen Nvidia-Scheiß nicht mit drauf, also dieses Experience und 3D-Vision und. Ich habe den wieder runtergeschmissen und habe eine doppelte Framerate, also das ist der Wahnsinn. Richtig nice. Boah, läuft das flüssig, ja. Richtig schnell. Ja, also wie gesagt, ne, definitiv, haut euch den ganzen Scheiß da nicht mit drauf. Ihr habt nur Ärger damit. So. Und auch dieser HD-Audio-Treiber habe ich jetzt nicht mit installiert und schwuppdiwupp, ich kann meinen Monitor trotzdem noch benutzen über HDMI-Ausgang als Soundquelle. So gut, alles klar, genug aufgeregt, weiterbauen. Wir sind hier in Einwohnerstadt 1 und ich wollte ja erstmal eine Stadt pimpen. Und auch diese Aufnahme jetzt noch ist nur via Headset. Sprich, ja, die nächste Aufnahme hoffentlich dann definitiv mit dem neuen Mikrofon. Sollte morgen kommen. Ich habe auch gesehen, dass diese Firma, wo ich jetzt da, dieses Thomann, dass das bei mir in der Nähe wäre. Ich hätte sogar vorbeifahren können. Hätte ich das Mikrofon heute schon gehabt. Naja, egal, müssen wir jetzt durch, ne? So. Also Fakt ist, da ist unsere Kohlefabrik mitten neben der Schule. Wunderbar. Wenn wir wieder reinkommen kurz. Geld machen wir eigentlich ganz gut plus. Da hatten wir den ersten Megatower. Der wird doch noch gebaut, glaube ich. Genau, da ist noch drüber. Gesamteinnahmen heute 8.400. Jawohl. Das sieht doch schon mal gut aus. Da hatten wir schon ein bisschen Zukunftszeug. Ich muss aber mal schauen. Ich muss mir, glaube ich, echt angewöhnen, dass ich immer erst, ich glaube, ich mache das laut, ne? Ich muss mir, glaube ich, erst angewöhnen, dass ich immer, bevor ich wieder anfange zu spielen, wenn ich länger, also ich hätte jetzt, glaube ich, eine Woche lang nicht gespielt hier SimCity, weil ich ja eben so viel im Voraus produziert hatte, dass ich mir vorher, glaube ich, immer noch die letzte Folge noch anschaue, wenn ich weiß, was hier überhaupt abgeht. Okay, gut, also da hatten wir Wohngebiet, da hatten wir Wohngebiet, gut. Schauen wir doch direkt mal auf die Einwohnerzahlen. Wir haben 35.400 knapp in unserer Region. Oh, wir haben hier mega viele Arbeitslose. Die müssen aufsteigen. Da hilft nichts. Die sollen aufsteigen. Oder ich muss irgendwie Jobs locker machen für die unterste Schicht. Also für die Arbeiterklasse. Mann, so wie mich. Nee, wir pimpen die, glaube ich, hoch. Wir sind hier eine Bonzenreg, also ein Bonzenstädtchen. Unser Einwohnerstadt 1 wird hier Bonzenhausen. So, da haben wir hier. Da sind schon die obersten. Da ist es ziemlich weit unten, ne? Da müssen wir gucken. Ja, wohl ist auch blöd. Komm, kriege ich das dahin? Natürlich nicht. Wenn ich jetzt da wieder abreiß. Ja, komm, machen wir mal so. Sind die zufrieden und steigen auf? Natürlich nicht. Hier haben wir auch noch, ich habe vielleicht mehr Parks als die Wohnhäuser, glaube ich. Mal schauen, wir können hier noch was hinhauen. Wie hauen wir das am blödsten hin? So vielleicht. Das stört es am wenigsten. Aber kriegen auch nicht so viel ab, das ist auch wieder doof. Ne? Was haben wir noch? Plaza. Plaza passt aber eigentlich eher nicht, also in ein Wohngebiet rein. Aber egal, komm, wir hauen da jetzt mal einfach mal den Park dahin. Und hoffen, dass wir ein paar aufsteigen, dass wir hier ein paar weniger Arbeitslose haben. Oder steckt schon was auf. Sehr schön. Aber hier oben, die. Ah, die steigen nur auf die zweite Schicht. Das ist mies, ne? Das ist ganz mies. Okay, im Bahnhof wollte ich auch noch, dass sie dann mit dem Auto halt in diese Industriestadt entfahren können. Okay, aber die Müllabfuhr brauchen wir auf jeden Fall. Manchmal, ach, geh weg. Manchmal wünschte ich, wir könnten die ganzen Touristen einfach ins All schießen. Ah, das haben wir schon öfter stehen gehabt. Es sieht gut aus, ich spare gerade Geld für ein größeres Haus. Jawohl. Bist doch schon Bonze, was willst du denn noch? Mein Gott. Da würde ich sagen, wir haben jetzt... Oh, ich gucke da, genau. Einwohner von Einwohnerstadt 1 finden Jobs in Tosca. Sehr schön. Und ich habe auch mein Profilbild geändert hier auf CLP, ne? Chriser Let's Play. Okay, würde ich sagen, dass wir die Straßen upgraden, weil wir haben ja jetzt wirklich ein bisschen Schotter, ne? Ein bisschen Tempo rein, wenn wir reinschmeißen. Dass hier die Gebäude etwas schneller vorankommen.
Der Tower, oh, der Tower ist fertig. Uns geht es ganz gut. Das klingt aber nicht berauschend. Wenn es euch ganz gut geht, dann geht es euch nicht gut. Aber warum? Wir können auch eine neue Etage hinzufügen. Was hat man denn noch hier als Etagen so zur Auswahl? Wir haben Apartment-Etage. Das war ja jetzt Apartment-Etage, Apartment-Etage. Okay, dann haben wir eine Markt-Etage, eine Büro-Etage. Stellt Arbeitsplätze zur Verfügung, um die Arbeiter bei Laune zu halten. Die Sims können damit Geld verdienen, um ihre Miete zu bezahlen. Sorgen sie dafür. Bliblablub, bliblablub. Da können sie einkaufen gehen. Aber haben die denn auch die Möglichkeit, also stellt das auch Personal ein? Kapazität für, Käufer der mittleren Einkommensklasse 180. Okay, dann weiß ich auch, warum die nicht so happy sind. Kann ich jetzt oben drauf klatschen? Ist schon, oder? Das war's schon, oder? Service haben wir hier noch, eine Parketage. Erhöht die Grundstückspreise für die mittlere Schicht. Gut. Gibt sogar eine Müllentsorgungsetage. WTF, schmeiße ich das aus dem Fenster, oder was? Eine Bildungsetage, das ist ja knallhart. Aber nicht genehmigt, weil erforschen sie. Okay. Wir müssen auch gucken, dass wir genug ControlNet haben, ne? Das ist mir ja letztens kein Forschungsprojekt der Akademie. Wir brauchen immer noch Arbeiter der obersten Schicht. Eieiei. Upgrade für die Stufe 2, da haben wir Wind und... Haltlichtmodus für Windkraftwerke und das Sonnenkraftwerk, welche Energieschutz verdoppelt? Nein. Würde ich sagen, hauen wir das mal raus, die Forschung starten. Aber wir brauchen unbedingt noch Einwohner der oberen Einkommensklasse. Möchten Sie mehr über die Akademie erfahren? Nein, möchte ich jetzt nicht. kann mich mal gern haben. Oh, wir können upgraden. Jawohl. Das ist sehr schön. Unser Rathaus hier neben der Industrieanlage. Aber wie gesagt, die Industrie kommt auch noch weg, aber der Boden wird nie wieder sauber. Das ist eigentlich blöd. Oh je, jetzt muss ich gleich husten, glaube ich. Wollten wir das machen? Touristenabteilung wollten wir, glaube ich, machen, genau. Kuri. Wir werden eh in der Region, das ist ja kein Thema, wenn wir dann... Wir können ja hier nur 3-4 Sachen bauen, aber wenn wir dann in allen gleich meine Stimme weg. Oh, Entschuldigung. Was möchtest du denn? Ist das der Tag danach? Nee, Mülltag, Belohnung 30.000. Ja, es ist Mülltag. Ich habe eine Herausforderung für Sie. Sammeln Sie für uns heute mehr Müll als je zuvor. Letzter Rekord betrug 15.770. Versuchen Sie das zu schlagen. Für 30.000, dann machen wir da mal. Weil, da bauen wir nämlich noch schnell, wo ist denn die Müllkippe? Hier. Oh, da sind die Fliegen schon. Eieiei. baue ich noch schnell einen Müllwagen hin. Passt das noch hin? Natürlich passt es hin. Okay. Und wenn man sieht, der Verbrennungsturm auf jeden Fall, der, ja, der kracht da richtig, aber wir müssen noch mehr Dinger hier bauen. Weil ihr seht selber, das mit den pro Tag letzten Mülltonnen ist nicht das allerbeste. Komm, wir haben jetzt Geld, wir bauen das einfach mal komplett aus. So, fertig. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Gut. Uiuiui, da kommen ganz viele in unser Städtchen. Ich fahre mit dem Bus, genau. Shuttlebusse 15. Ich möchte nicht, ich möchte gern wissen, wie der Status der Busse ist. Gibt es sowas für öffentlichen Verkehrsmittel? Tourismus, Handel, Schwebebahnkarte, Buskarte, Straßenbahnkarte. Muss es die Buskarte sein? In Wartestellung. Ja, das verrät mir jetzt sehr viel, also ich bin begeistert. Doch, hier ist viele, da warten viele. Ui, jetzt kam der Bus gerade. Ah, es geht aber alles. Sieht gut aus. Oh, da warten ganz viele auf den Bus. Die laufen schon vor Aufregung nach links und nach rechts. Aber es sind eigentlich genug Busse unterwegs, oder? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hätte halt gerne gesehen, wie viele da gerade fahren mit dem Bus. Das hätte ich jetzt gern gesehen. Shuttlebus. Bearbeiten. Ah, hier. Oh, ist aber hoch. 4300 noch was. Wir können da noch ein bisschen ausbauen. Sind wir hier mal spendabel heute, der spendable Bürgermeister, und hauen hier mal richtig auf die Kacke mal wieder. So, und folgendes Spore werde ich dann morgen aufnehmen, wenn das neue Mikrofon da ist. Und, wie sieht's aus? Bisher haben sie 10.670 eingesammelt, das sollten wir schaffen, oder? Hoffentlich. Die 30.000 wäre nicht schlecht, ne? 30.000 sind 30.000. Da haben wir erst 6% und wir brauchen immer noch 160 der oberen Klasse, definitiv. Was haben wir denn jetzt hier? Hat er gar nicht gebaut, die Etage, okay. Warum hat er die Etage nicht gebaut? Eine Marktetage wollte ich bauen. Was kostet die? Ach da,
Jetzt baut es. Muss man nur richtig drücken, oh Mann. Okay. Aber hier kriegen wir doch schon mal die ersten höheren Gebäude. Aber noch kein richtiges Hochhaus, ne? Jetzt bis auf den Turm halt, ne? Will auf jeden Fall, wenn es geht, eine Region haben, wo ich fast nur solche Türme hätte. Wäre echt geil. Das wäre episch. Okay, wir müssen noch mehr Wohngebiete ausweisen, ne? Wie sieht das gerade aus? Wir verlieren, ne, wir gewinnen Einwohner, haben fast 40.000. 5 Stück zu Besuch, aber die kommen natürlich aus der Region und, ja, jetzt haben wir 0. Sind wieder abgehauen. Nein, aber Details. Ah. Wir müssen gucken, dass die aufsteigen, verdammte Acke. Aber jetzt haben wir ja dieses Tourismusabteilung, jetzt können wir ja noch bessere Parks bauen hier. Vor allem auch Parks mit größerer Reichweite, ne, obwohl Reichweite ist, ja, relativ. Gut, dahin baue, da ist so ein Park, ne, und nichts passiert, Wahnsinn. Was ist denn das? Das Actionorama, das ist halt ein Zukunftsgebäude, aber es passiert nichts dadurch. Das sind alles Straßen-Upgrades zum Erhöhen der Dichte, okay? Doch, sagen wir Straßen pimpen. Da sind wir ja ganz von abgekommen. So, pimpen wir halt erstmal die Straße. Okay. Wir pimpen jetzt jede Straße erstmal, die ich finde. Weil Geld haben wir ja, 125.000. Die ist ausgebaut, okay. Ist natürlich klar, dass die da nicht aufsteigen wollen, ne? Auch mit der Dichte und so. Wenn die da nur so kleine Puppelstraßen haben, würde ich mein Haus auch nicht vergrößern wollen. Ah, das ist schon ein riesen Apparillo hier mit Heliport oben drauf, ne? Das ist schon geiles Teil. So, da waren wir schon, da waren wir schon. Oh, da geht es ja mit weiter gebaut. Jawohl. Jetzt geht's los. Der Rubel rollt. ja, das ist mit Straßenbahn, ne, wollen wir nicht. Da können wir überall jetzt. Das müsst ihr kurz mit durchziehen. ich weiß, ich sage so oft, ne, müsst ihr kurz mit durchziehen. Vielleicht mache ich eine Anmerkung zum Überspringen, aber mache ich es doch nicht. Wie immer, was möchten Sie mehr erfahren? Regionale Verkehrsaufkommen über Autobahn reduzieren können. Das höre ich mir doch mal an. Der Verkehr ist mittlerweile ein echtes Problem auf der Autobahn, die zu Ihnen in die Stadt führt. Aber keine Angst, Sie können dieses Problem mit öffentlichen Transportmitteln lösen. Das hätten wir jetzt fast gedacht. Gut, hätte ich mir doch nicht anhören sollen. Mensch. Blablablub, blablablub. Was kann man hier drücken? Das blinkt. Ah, okay, dann könnt ihr dann da spazieren fahren. Gut, ja, das machen wir dann auch noch. Hatte ich sowieso vor. Ja, komm. Ich hätte es gar nicht drücken sollen. Okay, gut, jetzt sind wir schon fertig. Müll, wir können Müllautos ab. Ich weiß gar nicht, ob wir überall eine Müllkippe hatten. Also auf jeden Fall alles überall. Ich sende da mal 2 Müllautos hin. Und hier mal 2 Müllautos. Obwohl das eine ist Tosca, das braucht Kohle. Okay, die Stadt ist ja eigentlich pausiert, während ich nicht drin bin, oder? Denke ich. Weil dann können wir hier die Müllautos wieder wegnehmen, abziehen. Ja, und wie kann ich die jetzt wieder rückgängig machen? Okay. Ich möchte jetzt in diese Stadt keine Autos mehr senden. Weil das ist eh eine Industriestadt und die kriegt eine eigene Müllabfuhr dann. Aber hier drüben können die natürlich dann den Müll abnehmen. Gut. Dann gehen wir mal zurück auf die Weltkarte. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ich wollte jetzt nur eine Folge aufnehmen, dass ich nicht zu viel im Voraus produziere mit dem Headset halt, weil das ja doch schon ein ganz schöner, ja, qualitativer Unterschied ist. Die Tante, die regt mich gerade leicht auf, ne? Ich möchte jetzt nichts erfahren. So, Fakt ist, wir haben immer noch Dick Schotter, das heißt, wir bauen jetzt die Straßen weiter. Also sind wir ja von abgekommen. So. Wie sie alle da unten reinfahren, jawohl. Ich glaube, die brauchen unbedingt mal eine Parketage. Ah, ich finde trotzdem, die hätten da irgendwas machen können, dass die Karten größer werden. Damit schießen sie sich ein Eigentor. Ich meine, die hätten ja vielleicht, was weiß ich, hätten sie halt Regionen rausgebracht, wo dann einfach größere, ja, größere Regionen sind für größere Städte und ich verstehe schon, worauf die hinaus wollen, dass es halt wirklich ja, Leute gibt mit halt schwächeren PCs und dann ruckelt das, ne? Das verstehe ich schon, aber hätte man ja vielleicht wirklich oder halt
ja, keine Ahnung, Regionen rausbringen können, wo halt größere Städte sind, und dann Regionen rausbringen können, wo halt, ja, kleinere Felder sind, ne, für die mit halt den schwächeren Computern. Oder irgendwie hätte man das so regeln können, ne? Aber die wollen da halt nichts machen, ne? Musste durch.